Wir stehen hüftbreit, die Füße parallel, die Knie gelöst, das Becken gekippt, Schambein zum Nabel, im Brustbein aufrecht. Lass deine Hände locker zur Seite hängen, schaff dir Raum unter deinen Achseln. Lass deine Augen sich schließen, nimm einen tiefen Atemzug in den Bauch und der Bauch wölbt sich dabei. Entspanne mit der Ausatmung. Lass dann deinen Atem frei fließen und geh mit deiner Achtsamkeit durch deinen Körper bis hinunter zu deinen Füßen. Wie stehst du? Stehst du mehr vorn auf den Zehen und Ballen oder mehr hinten auf der Ferse? Mehr auf den Außenkanten oder mehr nach innen gekippt? Finde deine Mitte. Und dann öffne deine Augen wieder. Einatmend gehen wir auf die Zehen. Und noch einmal auf die Zehen. Und das Ganze ein letztes Mal auf die Zehen.
das Mudra, Energie vom Boden über die Füße aufnehmen. Abgeben mit der Ausatmung. Von oben empfangen und ausatmend über den Körper verteilen, ohne dass die Hände sich berühren. Noch einmal einatmen, ausatmen, einatmen und aus. Und ein letztes Mal Energie vom Boden aufnehmen, abgeben, von oben empfangen und ausatmend verteilen. Lass dann deine Hände locker zur Seite hängen, die Knie gelöst, das Becken gekippt. Lass die Augen noch einen Moment geschlossen und geh in deinen Körper. Geh mit deiner Achtsamkeit zunächst in deine Handinnenflächen und in deine Fingerspitzen. Was fühlst du dort? Und geh dann noch tiefer hinunter zu deinen Füßen. Wie stehst du jetzt? Und dann öffne deine Augen wieder. Wenn du deine Hände nach außen drehst, deine Daumen nach außen, öffnest du gleichzeitig deine Brustbeine, deine Schultern gehen nach hinten unten, deine Knie gelöst und stehst du aufrecht, ganz von selbst. Wir nehmen uns jetzt einen Igelball und beginnen mit dem Greifen. Immer wieder greifen und loslassen. Und dann drüber schmelzen. Gib dein Gewicht auf den Igelball und geh so die gesamte Fußsohle ab. Von vorne, von den Zehen und vom Ballen über die Plantarfaszie, also auch das Fußgewölbe geht mit auf den Igelball. Immer wieder Gewicht geben, Druck ausüben und loslassen. Dann einmal wieder nachspüren, dass die Augen sich schließen. Spüren den Kontakt deiner Füße mit dem Boden hinein. Vergleiche rechts und links. Wie stehst du rechts? Wie stehst du links? Und vergleich dann auch deine Knie und deine Hüfte oder das ganze Bein. Dann öffne deine Augen wieder und wir wechseln die Seite. Auch hier erst einmal nur greifen und loslassen. Und dann auch hier drüber schmelzen, mit Gewicht. Vielleicht gibt es Stellen, an denen es etwas schmerzhafter ist als anderen. Und da bleibst du, verharrst ein wenig, vielleicht mit etwas weniger Druck und gibst nach. Such dich auf diesen schmerzenden Punkt zu entspannen. Das führt nicht nur dazu, dass du Verspannungen, die in den Faszien sind, also jetzt in der Plantarfaszie, lösen kannst, sondern es ist auch etwas, was dein Schmerzverhalten verändert. Also
Schmerz bedeutet nicht gleich zusammenziehen und verhärten, denn das ist oft so, dass es nur noch schmerzhafter wird, sondern du lernst dich in den Schmerz hinein zu entspannen und vielleicht dadurch den Schmerz zu verringern. Okay, auch hier einmal nachspüren in beide Füße, die Augen schließen, vielleicht die Hände wieder nach außen drehen, Knie sind gelöst, das Becken gekippt. Wie ist der Kontakt zum Boden jetzt? Und dann öffne deine Augen wieder und du wackelst mit den Zehen, also großer Zeh, rechts und links jeweils einzeln abheben. Schau mal, ob das vielleicht sogar gelingt, ohne dass du hinschaust, weil du inzwischen schon ein Gefühl dafür bekommen hast, wann du mit dem großen Zeh wackelst. Und das Ganze ohne die Füße zu kippen, also nicht nach außen und innen kippen, sondern einfach wirklich über die Muskulatur den großen Zeh wackeln. Und dann lassen wir den großen Zeh stehen und nehmen alle anderen Zehen, heben sie ab. Rechts und links. Und wenn das gut gelingt, dann nimmst du den zweiten Zeh. Versuch den zweiten Zeh alleine abzuheben und zu wackeln. Wenn dir das auch gut gelingt, dann kannst du auch schon den dritten Zeh nehmen, aber ich glaube, wir haben alle mit dem zweiten noch genug zu tun. Gut, okay, dann öffne deine Augen wieder. Wir gehen Zehen laufen, diesen Raupengang. Dafür ziehst du dich mit den Zehen vorwärts. Nur ein Meterchen etwa. Wenn es dir gar nicht gelingt, kannst du das auch auf einem Stuhl machen. Mit weniger Gewicht ist das viel einfacher. Oder auch die Füße abwechselnd. Aber schön ist es, wenn du sie beide nimmst und kräftigst damit die Muskulatur in deinen Zehen. Und wenn du die Muskulatur kräftigst, schützt du natürlich auch deine Füße vor Unfällen. Okay. Gut. Dann kommen wir wieder zurück. Wenn ihr habt, nehmen wir die Mineralwasserflasche noch einmal für die Füße. Also eine Mineralwasserflasche mit den Füßen draufgehen. Druck ausüben. Vielleicht auch in so eine Art Balance gehen. Im Moment ist mein Bild sehr zeitversetzt mit dem, was ich tatsächlich mache. Ich hoffe, dass das mit der Sprache hinhaut. Ansonsten ist es einfach so und ihr nehmt das eben dann nacheinander. Wir wechseln mal die Seite. Über das fasziale Gewebe unter den Füßen, die Plantarfaszie, erreichen wir den ganzen Körper. Gut, okay.
Wir nehmen uns die kleinen Mineralwasserflaschen für das Aufwärmen. Dafür stehen wir wieder mit locker gebeugten Knien und beginnen damit zu schwingen. Schwingen die Arme locker von rechts nach links. Ja, sehr schön. Dann können wir auch ein Stück weiter gehen, indem wir anfangen, auf der Stelle zu laufen. Das heißt, du nimmst rechts und links die Knie, hebst die Knie. Jawohl, auf der Stelle marschieren. Die Ballen haben immer Kontakt zum Boden. Es ist nur die Ferse, die abhebt. Merkt ihr, wie der Körper aufgeheizt wird dabei? Und langsamer werden in der Bewegung. Langsamer, langsamer. Okay, wir pendeln erstmal locker mit den Armen um uns herum. Den Kopf in der Bewegung mitgehen. Das lockert deine Wirbelsäule. Die Knie sind gelöst. Du kannst die Ferse ruhig mit abheben und damit deine Knie ein bisschen schützen. Langsam wieder zur Mitte zurück. Wir nehmen die Arme zur Seite, die Knie gelöst, Schambein zum Nabel und du drehst beide Arme nach hinten außen, sodass du die Flaschen hinten ausgießen könntest. Du drehst beide nach vorne unten, als wollten sie hinten wieder hochkommen. Wechsel nochmal in die andere Richtung, nach hinten ausgießen. Und nach vorne. Schau mal auf die rechte Hand und dreh die linke andersherum. Und wir wechseln. Auch den Blick mit wechseln. Und die Arme sinken lassen. Jawohl. Gut. Nimm sie nochmal hoch in so eine Art Hände-Hoch-Position. Und du nimmst den rechten Arm und schiebst ihn nach links oben, sodass die Seite lang wird. Und zurück. Und wechseln. Und zurück. Lass auch ruhig nochmal nachfedern. Also im Aufwärmen machen wir jetzt hier oben noch mal ein bisschen Schulter und gleich geht es nach unten zum Iliosakralgelenk. Okay, bleib mal mit den Armen so und geh salzen und pfeffern. Denk daran, dass da eine Beckenbodenspannung hältst. Das Schambein zum Nabel. Wenn du merkst, du kannst die Spannung nicht mehr halten, dann halt einen Moment inne, mach einen Moment Pause, baue die Spannung wieder auf und mach erst dann weiter. Ich neige jetzt meinen Oberkörper nicht mehr, sondern ich mache das
Mit geradem Oberkörper. Jetzt gehen die Arme nach hinten. Und dann merke ich das ganz stark in Hals und Nacken. Und ich merke das so stark, dass ich jetzt sinken lasse. Wunderbar. Ich gehe nochmal an die Schultern. Ich zeige mich dafür nochmal näher. Ihr lasst die Arme mit den Gewichten einfach hängen. Du gehst rechte Schulter hoch, Mitte, tief. Mitte, hoch, Mitte, tief, Mitte. Genau, wie Fahrstuhl fahren. Erster Stock, Erdgeschoss, Keller, Erdgeschoss, erster Stock im Wechsel. Nur auf der rechten Seite. Okay, andere Seite. Links hoch zu den Ohren, schön weit hochziehen, in die Mitte kommen, tief, Mitte, hoch, Mitte, tief, Mitte. Ja. So ein Überbleibsel aus dem, was wir in letzter Woche gemacht haben, mit den Schultern. Das werden wir bestimmt auch nochmal wiederholen, denn es gibt immer das Problem mit der Schulter. Mit Hals und Nacken. Okay, letztes Mal. Und dann können wir die Flaschen beiseite legen und kommen auf den Boden. Für die Übung mit dem Iliosakralgelenk. Zunächst einmal setzt du dich aufrecht hin. Schaust, dass du den Rücken relativ aufrecht hinbekommst. Das Brustbein ist aufgespannt. Und jetzt neigst du dich einmal nach vorne, so weit wie es geht, mit geradem Rücken nach vorne. Also das Brustbein geht vor. Keinen runden Rücken. Ganz gerade. Und jetzt spürst du vielleicht auch schon den Zug. Die Knie wollen hochkommen. Zug im Po. Versuch deine Knie unten zu halten. Du kannst dir auch mit einem Gürtel oder einem Gurt helfen. Ich zeige das nur mal. Du kannst also einen Gurt um deine Füße herum machen. Dann ist es wichtig, dass du ganz aufrecht bleibst und dann ziehst du dich aufrecht nach vorne, indem du einfach die Arme heranziehst. Die Arme heran. Und kannst du dich weiter nach vorne ziehen. Und du wirst Zug haben auf deinen beiden Sehnen, also in der Kniekehle und im Gesäß. Okay. Und jetzt nimmst du mal deinen rechten Fuß und legst ihn auf den linken Oberschenkel. Und guck mal, dass du dich dabei jetzt auch nach vorne ziehst. Auch hier möglich mit dem Gurt. Einfach nach vorne. Mit geradem Rücken. Das könnte auch wieder im Hüftgelenk schmerzen. Guck mal, was da für dich möglich ist. Geh an deine Grenze. Nur bis an deine Grenze. Atme dort, entspanne an deiner Grenze. Alles ist gut, so wie es ist. Mit Schmerzen wirst du dich weniger weit bewegen können. Ohne Schmerzen kommst du vielleicht ein Stück tiefer. Es gibt da keinen Preis zu gewinnen. Der Preis bist du. Du gehst an deine Grenze. Und dann lösen wir das Ganze wieder und wechseln auf die andere Seite. Auch hier den Fuß auf den Oberschenkel. Vielleicht fühlt sich das ganz anders an. Vielleicht ist es einfacher, vielleicht ist es schwieriger. Richte dich wieder nach oben auf und komm mit dem geraden Körper nach vorne. Also wenn du nur gerade sitzt, das ist schon genug. Wenn du Schmerzen hast, bleibst du aufrecht. Versuch, dich nach oben aufzurichten. Und sonst kommst du weiter nach vorne, ohne runden Rücken. Auch hier wieder ganz langsam, Stück für Stück, so wie es sich für dich gut anfühlt. Und richtig.
Und wieder lösen. Lass deine Füße in einer Art V vor dir liegen und du bewegst die rechte Hüfte, hebst sie an und gehst nach vorne und links. Vorwärts, vorwärts. Auf diese Art und Weise kannst du mit dem Popo vorwärts laufen und auch rückwärts laufen. Und deine Hüfte muss sich immer wieder bewegen. Also dein Becken wird im Iliosakralgelenk bewegt. Das kann zu einer Entspannung führen. Also vorwärts bewegen oder rückwärts bewegen. Das nutzt allerhöchstens deine Hose ab. Okay, dann komm bitte in den Vierfüßler, wie wir ihn schon kennen. Deine Hände parallel über den Mittelfinger, die anderen Finger sind weit gespreizt. Die Hände sind unterhalb deiner Schultergelenke, die Knie unterhalb der Hüftgelenke. Du gehst erstmal in Kuh und Katze, das heißt ausatmend wirst du rund im Lendenwirbelbereich und zwischen den Schulterblättern und einatmen lässt du los. Ausatmen, rund werden und einatmen, loslassen. Die nächste Übung ist wieder so ein bisschen Aua für die Hüfte dabei, schätze ich. Du gehst mal mit deinem Knie zwischen deine beiden Hände und streckst das andere Bein aus. Ich zeige euch das mal mit dem anderen, mit meinem linken Knie, dann habt ihr meinen Fuß besser. Ich versuche also den Fuß unter meinem Körper wegzuziehen, vielleicht sogar zur Seite zu legen und trotzdem mit der Hüfte parallel zum Boden zu bleiben. Guck mal, was da gelingt. Und wenn du nur da drauf liegst, ist auch alles gut. Versuch deine Hüfte parallel zum Boden zu haben. Du solltest Zug im Gesäß haben und es wahrnehmen können. Weich nicht zu sehr aus, wenn du dich so aufdrehst, hast du keinen Druck mehr, sondern es geht darum, dass du dich nach vorne rollst, die Hüfte parallel zum Boden hast. Nimm den Zug wahr. Geh an den Zug heran. Also an die Schmerzgrenze heran. Nicht zu viel. Künstliche Hüften, da musst du auch aufpassen. Künstliche Hüften dürfen diese Dehnung gar nicht haben. Und wenn du da gut drin bist, kannst du mal schauen, ob du den Fuß noch weiter öffnen kannst. Und dann nehmen wir ihn wieder zurück und wechseln die Seite. Auch hier richtest du dich aus dem Brustbein nach oben auf. Mach deinen Rücken lang. Öffne eventuell deinen Fuß noch weiter, dein Bein. Und lösen. Wir gehen in eine Gegenbewegung. Dafür stellst du die Zehen auf und schiebst dich in den herabschauenden Mund. Das heißt, du bringst deine Fersen Richtung Boden, schiebst dein Brustbein Richtung Knie, sodass dein Kopf zwischen deinen Oberarmen ist, der Blick auf die Matte unter dir. Und lösen. Wunderbar. Gut. Wir kommen in Rückenlage.
ziehst das rechte Knie an deinen Körper heran und fasst es mit beiden Händen und ziehst es ganz dicht. Das linke Bein streckst du aus und versuchst die Kniekehle Richtung Boden zu bekommen. Bring dann deine Nase zum Knie, halte, atme. Und wenn dein Bein, das ausgestreckte Bein, sich wieder beugen will, dann bringst du die Kniekehle zu Boden. Und wir wechseln wieder. Und löst. Und stell deine Beine auf. Heb die rechte Hüfte an, indem du den Popo anhebst. Deine Knie bleiben immer noch senkrecht. Stell dir vor, du würdest ein Buch drunter schieben wollen. Und senkst die Hüfte wieder. Dann links abheben und absenken. Deine Knie bleiben die ganze Zeit über senkrecht, Richtung oben. Du hebst abwechselnd rechts und links deine Hüfte. Okay. Wir nehmen uns das Handtuch. Ich zeige euch das einmal. Ihr nehmt das Handtuch und faltet es längs. Legt es auf den Boden und dann rollst du es ganz eng, ganz fest ein. Sodass eine harte Handtuchrolle entsteht. Und diese harte Rolle, die lege ich jetzt hier hinten ran. Und zwar kann ich das jetzt nochmal an Adam zeigen. Wir legen sie hier dazwischen. Also wirklich in diesen Bereich, wo das Kreuzbein und das Steißbein sind. Zwischen deinen Schaufeln. Also nicht auf die Wirbelsäule, sondern hier unten rein. Wir gehen in Rückenlage. Auf das Handtuch. Lass deine Beine ausgleiten und spür erstmal nach, wie fühlt sich dieser Druck an. Lass dich auch da wieder drüber schmelzen. Du kennst das schon mit dem Schmelzen lassen. Und dann kannst du deine Beine aufstellen. Und zwar dicht aneinander. Lässt jetzt beide Knie sich öffnen und schließen. Öffnen und schließen. Ausatmen, wenn du die Beine nach außen gehst. Einatmen und schließen.
Lass dann die Beine zusammenstehen und kipp nur rechts nach außen und zurück. Nur links nach außen und zurück. Im Wechsel. Ich möchte Bewegung in das Iliosakralgelenk bringen. Bewegung, die dazu führt, dass sich die Ritzen da wieder normalisieren, dass sie wieder locker aneinander liegen, so wie es sich gehört. Und diese starke Reibung, die da ist, wenn du das verschoben hast, sich auflöst in ein Nichts. Aber auch ohne Schmerzen im Iliosakralgelenk ist es eine gute Möglichkeit, das Becken zu lockern. Okay, jetzt ziehst du deine Knie an den Körper heran im rechten Winkel und gehst rechts Tipp und links Tipp nach vorne. Deine Knie bleiben im rechten Winkel. Die Bewegung geht aus der Hüfte. Wenn es zu schmerzhaft ist, dann stellst du die Beine auf und hebst abwechselnd rechts und links. Das ist auch möglich. Und dann streckst du beide Beine nach oben aus, beugst das rechte Knie und kreist mit deinem rechten Bein. Mit dem Knie große Kreise beschreiben. Und wir wechseln die Richtung. Andere Seite. Und stop. Beugst du deine Beine wieder, stellst die Füße auf, nimmst die Rolle unten raus und spürst einmal nach. Du kannst die Beine wieder ausstrecken. Nimm wahr, wie du jetzt am Boden liegst, wie jetzt der Kontakt deiner Hüfte des Iliosakralgelenks mit dem Boden ist. Okay, für die nächste Übung kommen wir in Seitlage. Da kannst du dich bequem aufstützen. Du nimmst deine Beine im rechten Winkel vor deinem Körper, hebst das obere Bein und tippst mit dem Knie vor dem unteren und hinter dem unteren. Mal vorne, mal hinten. Tipp auf den Boden. Okay, bleibst so, streckst das Bein aus, bringst die Ferse nach vorne und die Spitze nach hinten. Das ist wichtig, dass du mit dem unteren Bein im rechten Winkel liegst. Das schützt deinen unteren Rücken. Und wir wechseln die Seite. Wir gehen vorne Tipp, hinten Tipp.
Und stopp. Streckst das obere Bein aus, bringst die Ferse vor und die Spitze nach hinten. Dafür muss ich etwas rutschen. Genau. Mach mal ruhig weiter. Ich muss noch mehr rutschen. Und Schluss, wunderbar. Bei der nächsten Übung möchte ich, dass du den Tennisball nimmst und ihn dir hier unten an die untere Stelle schiebst. Also das wäre etwa hier. Also auch nicht hier in die Mitte, sondern hier, da drauf. Rechts oder links, auf eine Seite. Also ich lege es hier unter meinen Rücken, lasse die Beine sich ausstrecken und dann liegst du wie die Prinzessin auf der Erbse auf diesem Tennisball und vielleicht schmerzt es und es fühlt sich doof an und du schmilzt drüber. Lass dich einfach drüber schmelzen, über diesen Schmerz, nimm den Schmerz in dir auf, entspanne dich wie ein Wackelpudding oder wie ein Hefekloß über einem Apfel. Schönes Bild. Ein Apfel und den Hefekloß über drüber fließen lassen. Und dann nehmen wir den Ball unten raus und spüren mal nach, wie die Hüfte jetzt am Boden aufliegt. Gibt es einen Unterschied zu deiner linken Hüfte? Wie ist der Kontakt jetzt zum Boden? Und wir machen das Ganze auf der anderen Seite genauso. Du schiebst den Ball da wieder hin. Liegst wieder schief, lässt dich wieder drüber schmelzen, wie der Hefekloß über dem Apfel. Entspanne dich. Und wenn du jetzt den Ball auch dort wieder entfernst und nachspürst, bleibst du gleich so liegen für die Schlussentspannung. Wenn du magst, kannst du dich zudecken. Spür ein bisschen nach. Entspanne dich. In der Rückenlage. Gib alle Spannung, die sich heute in dir aufgebaut hat, an den Boden ab und lass los. Achte auf deinen Atem, auf deinen ganz natürlichen Atem.
Nimm wahr, wie du dich ausdehnst mit der Einatmung und zusammenziehst mit der Ausatmung. Atemzug für Atemzug. Entspanne deine Füße und Zehen. Entspanne Schienbeine und Waden. Entspanne die Oberschenkel und das Gesäß. Entspanne Bauch und Brustkorb. Dein Atem geht ganz von selbst. Dein Atem fließt. Entspanne die Schultern und die Arme bis hinunter in deine Fingerspitzen, sodass auch deine Hände vollkommen ruhig und entspannt sind. Entspanne Hals und Nacken und die Kopfhaut bis zu den Schläfen, bis zur Stirn hinauf. Deine Stirn ist glatt und entspannt. Deine Augen sanft geschlossen, Zunge und Unterkiefer sind locker und gelöst. Und du spürst nun, wie dein Gesicht von Atemzug zu Atemzug immer entspannter und weicher wird. Und auch dein übriger Körper wird immer entspannter und weicher, immer schwerer und schwerer. Angenehm schwer. Dein Körper wird immer schwerer und schwerer. Bist du angenehm schwer und vollkommen entspannt auf deiner Unterlage ruhst. Ruhe ist in dir. Ruhe durchströmt dich. Nimm dann wieder einen tiefen Atemzug in den Bauch. Spanne Hände und Unterarme fest an. Bewege Hände und Füße. Und dann recke und strecke dich. Gähne und dehne. Und komm dann allmählich über die Seite wieder ins Sitzen.